Steffi. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Days Gone mit dem Plüsch. Und dem anderen Plüsch. Und dem Dragon. Und mir. Und dem Controller. Und dem Laptop. Und dem PC. Und Wir sind fast da. Wir haben das Bike getestet. Es geht relativ gut ab. Quatschung. Wir müssen nur hoch. Also es hat auf jeden Fall durch die Räder mehr Grip. Und ja. Okay. Wieder eine schnelle Spalte. Oh, wo sind wir hier auf der Map? Hier ganz am Rand. Vorsicht, da oben sind zwei Horden. Ich weiß, hier irgendwo ein Schneegebiet. Drei Stück, genau dort. Drei? Drei. Ja, die Frau macht mir immer Hoffnung. Ja, ich bin voll bewaffnet. Alter. Gerade irgendwo gegengefahren, jetzt geht's wieder los. Wer fahren? Was ist es? Was ist das denn? Nein, ich muss wieder zurück. Blauer, was? Ich sehe, weiß auf weiß ist irgendwie kacke. So, wo haben wir denn hier was? Schnüffel. Schnüffel. Naja, du musst doch gucken, was rot ist, ne? Welchen Traktor drin? Das muss ja nicht unbedingt was Rotes sein, es kann auch irgendwo ein Bike sein oder irgendwas. Das sind meine Fußabdrücke. Vielleicht ist es wieder so eine kleine Pissigkeit, die ich einfach wieder übersehe. Du bist schon mit dem Beat raus. Da, ich sehe es auch schon. Da. Hm? Ich geh da wieder raus. Nein. Da. Noch ein bisschen weiter links. Links. Da war ich. Da war irgendwo so ein Mini-Ding. Das Alter. So. Na gut. Mädchen hat gute Augen. Ah. Milizspuren. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich will ein Lob haben. Patscherchen für Kittikat. Hättest du das nämlich nicht gesagt, hättest du jahrelang herumgesucht bei deinen schlechten Augen, Junge. Ja. Ich würde sagen, da vorne geradeaus beim Reifen. Ich muss mir wieder eine Brille zulegen. Okay. Hey, ich hab so ohne Brille. Schauen wir uns mal um. Ah, das sieht man doch jetzt schon. Okay, was haben wir denn da? Okay, Milizausrüstung. Sieht aus, als wurden sie weggebracht. Mehr Spuren. Mach da oben eine Schreierin. Ich glaube, das war auch eine Trophäe, dass man die Steine macht. Ja, Anarchisten. Wie viele weiß ich jetzt allerdings nicht. Was haben wir denn hier? Eine Flasche. Kann ich mir eine Rohrbombe eigentlich basteln? Nein. Hier brennt ein Feuer. Es ist noch frisch. Ich rieche es. Hier unten ging es weiter. Hä?
Should I try? Du bist von irgendwas gesichtet, ich weiß noch nicht von was. Rechts von dir ist Karte. Map, blau. Drüben. Ach du Arschkarte, Gold. Was machst du da? Du musst da rüber. Da ist ein Pilz. Ein Pfefferling. Ein Rehpilz. Ich bin jetzt gerade am Gucken, wie ich darüber komme. Rüberlaufen? Das ist jetzt nicht so tief. Ich bin wasserscheu. Na, an einigen Stellen sah es halt tiefer aus. Oh Gott, das gibt Schrumpelhoden. Lass mich genau umschauen. Keine Mini-Rosinchen. Es war so kalt. Stehen wir ein Bild Schrumpelrosinen-Vorteil. Ah, da. Was haben wir hier? Jetzt habe ich dich. Die Spuren führen hier lang. Der Baumschumpf sah dann aus wie ein Bär. Eine Mine. Ja, das ist es. Hey, Captain. Ich hab sie gefunden. Scheint so, als hätten sie sich in der Mine verkrochen. Haben Sie Geiseln? Sind Sie am Leben? Das weiß ich noch nicht, aber wenn, dann hole ich sie raus. Und wenn die ihren Freund haben, dann werde ich ihn finden. Danke. Kuriende. Wissen Sie, wo muss es sein? Wo verstecken Sie dich? Eine Mine. Noch eine verdammte Mine. Was hast du mit Timkins da in der Hand? Wieso hab ich ihn? Weil die gerade aufgenommen hat. Noch ein Anarchistensymbol. Wo? Was? Anarchistensymbol. Die Steine, weiß ich, dass mich die für eine Trophäe umkicken muss. Ah, okay. Ja. Also ihr Jungs dachtet euch, ihr baut euch ein Camp auf und die Miliz sorgt für die Vorräte. Ist das so? Ist denn jetzt das gewesen? Ich weiß, der kommt hier rum. Geht ja mal im Kreis und geht dann wieder zurück. Ich weiß nur. Soll ich einmal kurz mal bitte nochmal zum Ausgang? Und guck da mal bitte nochmal auf dem Fass. Stopp, da auf dem Fass. Wieso? Ist da eine Diske da? Eine ROM? Das ist eine CD-ROM. Sieht aus wie so ein Disk-Driver oder sowas. Aber könnte auch einfach von dem Fass sein. Könnte auch eine Gas-Ding sein. Ja, kann sein. Muss man das Leifel hier reinschleifen? Okay, Alan. Alan, du musst hier doch irgendwo sein. Hm? Wow. Da war doch was. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Ja, ist ja vorsichtig, nicht so oben, wo meiner ist. Ja, genießt du die Zigarette? Es wird deine letzte sein und es wird nur eine sein. Meins. Sterben wirst du sowieso. Schneller geht's mit Marlboro. Oh, Kacke. Wer ist da? Niemand. Niemand da. Gott verdammt. Er ist tot, er ist tot. Wer ist das? Nur mit Stöcken. Das sieht aus, als ob er mit Stöckchen immer so nachpiekt. Jetzt hinterher und töten. Du wirst deinen Freunden nichts verraten. Was war wohl sein letztes... Da komm ich! Er hat die Taschen draußen. Weg von ihm. Komm ich mal.
ganz schön viele Batterien haben. Hey, vor! Geht Deckung! Ihr verfickten Anarchisten! Scheiße, ich hasse euch! Ja, 7 von 14. Die Quote war gar nicht so schlecht. Da bist du ja. Was? Hey, ihr wollt Anarchie? Wie wär's denn hiermit? Wo sind die anderen? Wo seid ihr? Wo verstecken sie dich? Kaputt machen. Nein, hier ist Sackgasse. Aber hier liegt echt jede Menge Benzin rum. Was liegt da noch? Kann ich das nehmen? Nein. Da ist einer. Kann ja nur hier sein. Ja. Nehme ich. Wohl kaum. Okay, muss ich halt einen anderen Weg finden. Kann man das hier einsehen? Nein, natürlich nicht. Wo komme ich denn da dran? Muss hier irgendwo einen Seitengang geben. Oder eine Leiter. Wie zum Beispiel. Okay. Du bist jetzt einfach komplett dumm? Ja, ich war hier in den Gang und hier in den Gang. Die Tür ist zu. Ich kann jetzt einfach den Leuten einen Schlüssel. Verband. Oder wir müssen jetzt aufsprechen. Wieso höre ich hier drin eine Taube? Also unsere Kasse ist nicht von hier. Die pennt tiefer fest auf meinen Deckel. Außerdem höre ich jede Menge Geräusche von Zombies. Und hier ist ja. Das ist eine Leiter. Wo? Direkt da. Da ist eine Leiter. Ach, guck mal, noch schau. Ich brauche eine Brille. So weit ist es schon gekommen. Du brauchst mich, mein Schatz. Mich. Ja, als Augen. Uff, ja, das ist eine verdammt große Mine. Dann kann ich mir ruhig sagen, natürlich kannst du in dieses Spiel verloren, was du nicht kapiert hast. Das stimmt allerdings. Wie viele sind es noch? 4. Noch 3. Okay. Das ist ein Türmchen. Seid ihr ganz los mit Josi? Okay, Schießpulver. Ja, gut. Map. Da sind noch 2. Das war der letzte. Gute Reise. Ja. Geschafft. Da ist er. Hey Mitch, wie geht's dir? Hey Sarge, du musst Mitch Allen sein. Ich war erledigt. Danke. Danke, Mann. Ich dachte, das war's. Das glaube ich. Schaffst du es alleine zurück? Ja, geht klar. Danke, Mann. Ich verdanke dir mein Leben. Ich gehe zurück und erzähle, was du getan hast. Hol erstmal Luft. Ich mach nur meinen Job. Der ist jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen erledigt.
kommen aus der Mine. Alter! Oh Gott! Wieso sagt mir keiner, dass ich einen Fähigkeitspunkt habe? Das ist ein Fähigkeitspunkt. Toll! Schön! Uff, Alter! Ich bin am Arsch! Ich bin am Arsch! Du bist sowas von am Arsch! Ich bin definitiv am Arsch! Steinchen mit einem Z? Also, ich brauche doch irgendwas, gibt's hier noch irgendwas, was ich, da habe ich auch alles voll. Ne, da hast du noch einen, du hast noch zwei Teile frei, drei, so ich sehe. Schön, Katze, Katze, die pennt ruhig weiter. Boah, immerhin die Katze hat ihren Schlaf. Also, alles klar, wollen wir sterben gehen? Ja. Scheiß gerechnet. Ja, mir kommt die Tränen. Oh Gott, ich hoffe... Spiel, du bist Assi. Spiel, du bist wirklich Assi. Ich glaube, die haben da wirklich irgendwie eine Falle gehabt oder so, was die ausgelöst hatte. Okay, wir müssen... Immerhin gab es einen Save Point. Ne, du hast noch ein paar vor dir. Das heißt, hier ist noch ein Steinchen. Wo verstecken sie dich? Gleich sofort rausrennen. Oder bewaffne dich wie sonst was. Ein Steinhaft. Halt schon mal Mollys bereit oder was auch immer, bevor du ihn rettest. Ja, ich merke mir jetzt einfach mal, ich werde jetzt direkt den Weg, den ich jetzt gehe, ne? Wir sind vorbereitet. Werde ich direkt rausflitzen. Ich glaube, so weit kommst du gar nicht. Mit Ausdauer und Co. Uff, das ist eine verdammt große Mine. Da sind Männer! Ha! Das war's. Hey, Captain. Ich hab sie gefunden. Als so, als hätten sie sich in der Mine verkrochen. Haben sie Geiseln? Schatz, sind sie am Leben? Versteck dich gut nach oben. Das mach deine Sicht nochmal an. Aber wenn, dann da hat man die Gaben gesehen. Und, wenn die ihren Freund haben. Warten da oben. Siehst du das? Finden. Danke. Cool, ja. Ende. Und back durch. Mhm. Ui, holy shit, ey. Ich hab mich gerade zu Tode erschrocken. Meinst du, wenn ich nicht? Ich glaube, wir sollten vorher nochmal so ein Dings ansetzen oder so. Ich erwischt! Hey, warum seid ihr nicht draußen und baut ein paar von euren Steinhäufchen, ha? Ja. Alter! Sag ich, wir müssen vorsichtig sein. Das sieht voll seltsam aus von hier unten. Das sieht aus wie, als hätte man ganz viele kleine Papierkügelchen da oben jetzt. Ja, die sitzen da. Ja, die sehen ja so seltsam aus. Alter! Ei. Komm rein. So, jetzt muss ich gucken. Ich muss da durch den Gang. Ja. Komm. Hey, Sarge, du musst mit. Kann ich das kippen? Sein. Nein. Ich war erledigt. Da ist noch irgendwo einer. Danke. Danke, Mann. Ja, damals konnte man nicht. Ich dachte, das war's. Das glaube ich. Schaffst du es alleine zurück? Ja, geht klar. Danke, Mann. Ich verdanke dir mein Leben. Ich gehe zurück und erzähle, was du getan hast. Ich schwör's. Ich mach nur meinen Job. Gute Nacht. Kommen sie schon?
Ich weiß nicht. Wo bist du hin, oder? Ich werde dann wohl alleine raus. Wir kommen erst, wenn du die anderen noch tut. Nee, sie kommen. Okay, dann abhauen. Ja, sie sind in Bewegung. War ich in diesem Tunnel schon mal? Wow, schau dir das Gewusel an. Dass wir hier hochkommen, Jungs. Der ist jetzt hier weg. Da unten sind sie. Deckung! Hier muss ich rausgehen. Oh, fuck! Ich glaube, hier waren die gerade drin. Da lang gehen. Nur wenn da unten jetzt keine sind. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Da sind nur zwei. Ich glaube, es wird heute ein bisschen länger dauern. Alter! Entspann dich, das sind nur zwei. Ja. Zwei, aber du weißt, die zwei inaktivieren plenary camp entkommen aus der Mine. Ich mache nur meinen Job hier. Ich wünschte, ich würde gerade nicht meinen machen, aber das ist ja Ansichtssache. Mehr Beute. Okay, die haben wir nicht erledigt, aber es noch. Zwei weitere. Check mal kurz. Okay. Weiter. Ich sehe tagschlecht. Flächenfreiheit? Hat er was geschafft? Ganz ruhig. Weg hier. Alter, mein Herz. Wir sollten vielleicht vorher noch mal kurz noch mal irgendwie einblenden, so Vorsicht, Headset-Sturz oder so. Ja. Eieieieiei. Captain, ich habe hier einen Mann. Er sollte auf dem Weg nach Diamond Lake sein. Gute Arbeit, St. John. Ich melde mich dann später noch mal. St. John, Ende. Und die müssen wir auch noch besiegen. Ne? Hey, Captain, ist Sarge gut angekommen? Er ist auf der Krankenstation und wird sich vollständig erholen. Dank Ihnen. Ich mach nur meinen Job, Sir. Tja, das war ein echt guter Job. Danke, Corporal. Im Namen von Mitch und von mir. Ja, Sir. St. John Ende. Ich will jetzt nur zu meinem Bike. Schaffst du schon. Da war nicht. Meine Gedanken sind bei dir, mein Schatz. Ja, toll. Weg hier. Alter, das war ein Herzinfarkt genug. Vor allen Dingen, wie die auch überraschend einfach um die Ecke standen, ne? Ich habe mit den Scheiß nicht gerechnet. Plötzlich alle auch plötzlich auf einmal losgerannt sind, ey. Man dachte, das ist nur Scheiße. Das ist einfach nur so ein riesen Moshpit, der auf einen zustürmt. Ja. Ja, das war einer von den drei. Wahrscheinlich.
Nee, und ich dachte nur so, ja, alles gut, schön, alles gut. Schön. Ja, ich dachte auch nur, ich muss nur hier immer eben den einen Kerl da retten, ne? Mhm. Ja, scheiße ist, ey. Mann. Und dann kamen auch die anderen Leute, die da langgelaufen sind. Oh, jetzt haben wir ein paar Framedrops, aber das ist von der Konsole, ja. Naja, wahrscheinlich wegen den Dings. Sowas kann eigentlich auch nicht gut sein für den Motor. So arschkaltes Wetter, wo hier wirklich alles gefroren ist, selbst die Steine. Und dann noch durchs Wasser fahren. Nicht so super. Let it snow, let it snow, let it snow. Toll. Die haben sich lieb. Vor allem ist es immer so neblig, wenn jetzt eine Sprungschanze oder so kommt. So. Ja. Die Bediener zum Beispiel. Jo. Hast du gut gemacht, Schatzi. Das stört auf dich. Benzin. Ah. Oh. Guck mal hier hinterm Auto. Hi, Boy. Oder hinten beim Auto. Guck dich mal ein bisschen hin. Beweg dich mal, Schatz. Umdrehen. Sag ich doch. Was? Da bewegt sich was. Muss jetzt so ein Sonnig posen. Ist ein Poser. Wisst ihr, Leute, eher umgucken ist nicht so ganz. Ja, ich glaube aber, hätte man die bekämpfen können? In den engen Tunnel wäre mir dazu so. Das hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Vorteil, die können sich nicht aussteuern, das heißt, du brauchst nur immer so ein kleines bisschen von links nach rechts schießen. Und du musst keine Sorge haben, dass du irgendwas von hinten gegebenenfalls kommt. Okay, es sei denn, die finden einen anderen Weg von hinten. Ja. Nachher, ja gut, du kannst immer noch ausweichen, wenn du dich umzingelt hast, das ist doof. Ja, das war auch damals eine Schwäche von mir. Ich kann Nahbereich schießen, war ich zwar gut drin, ne? Aber ich war nicht gerade der Fan, wenn es heißt hier so Schaukelpotte. In engen Gebieten und also was, ne? Das war in Real Life auch nicht meins. Ja, in Molly reinhalten, die anderen müssen durch. Ich hätte einfach von oben Granaten schmeißen sollen, nicht ganz ehrlich. Ich hab die gar nicht mehr gesehen, ich hab nur die anderen Bergleute gesehen. Nach den Schreckaktionen gerade war ich erstmal nach dem Motto Straight Flucht. Ja, straight raus. Sein. Oh mein Gott, da ist ein kleiner Zombie hier am Abend. Ja, ein, das ist ja nicht ganz schlimm. Ich spiele jetzt schon seit Gedenken an. 81, glaube ich. 81. 81, okay. Und ich spiele schon seit Gedenken an Spiele mit Zombies, Resident Evil etc., ne? Mhm. Seit ich denken kann. Und das war ja nicht nur einer. Wäre es nur einer gewesen, wäre es mir am Arsch vorbeigegangen. Ich dachte gerade eben, meine Schildkröte hätte ein Ei gelegt. Das war ein scheiß verdammter Kieselstein. Ich guck dir ganz ehrlich so. Hey, Sarge. Jetzt heilig, der hat sogar Männchen drin. Was ist los? War ein Kieselstein. Komm schon, Mann, hier muss doch was sein. Hey, nein, Corporal St. John. So. Obwohl es hätte auch sein können, dass sie irgendwo Probleme mit der Verstopfung hat. Wer weiß. So, ich mach jetzt hier aber erstmal Feierabend. Das war jetzt erstmal aufregend genug. Dann machen wir erstmal eine Aufnahmepause. Ich hab erstmal meinen Kaffee beiseite. Bedanke mich fürs Dabeisein, hoffe ihr hattet Spaß, hoffe euer Gehör geht's noch gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.